Guten Morgen! Am Samstag habe ich ja veganes Grillen wieder bei mir im Garten. Das heißt, ein paar vegane Freunde, YouTuber und Nicht-YouTuber, Hauptsache vegan und geil, sind bei mir im Garten zugegen. Und da will ich wieder ein bisschen was vorbereiten zum Grillen. Und da hatte ich auch in Erwägung gezogen, so Spargel in Aluminiumfolie zu machen. Und dann habe ich jetzt mitbekommen, dass wohl Aluminiumfolie eigentlich gar nicht so cool ist. Warum ist Aluminiumfolie gar nicht so cool? Ja, weil das Aluminium, das gibt das Aluminium an die Lebensmittel ab. Und das wird besonders katalysiert durch Säure und durch Salz. Und das fand ich schon echt krass. Aber es ist auch ohne Säure und Salz, wird es abgegeben. Und das fand ich richtig, richtig krass. Ich habe mir da sozusagen einen Bericht angeschaut. Marktcheck hieß es irgendwie bei SWR3, irgend so ein drittes Programm, Regionalsender, habe ich bei YouTube gesehen. Und da haben die mal so einen Test gemacht, wenn du Spargel mit Zitrone und Salz quasi einen Grill reintust, was ich da eigentlich jetzt machen wollte, genau das Rezept habe ich, und da haben die das gemessen, und auf 1 Kilo Spargel, der normalerweise bevor er in Aluminiumfolie eingewickelt wird, 0,4 Milligramm pro Kilo Aluminium enthält, war nach dem Grillen bei 3 Folien, die sie gemessen haben, einmal die Aldi-Folie, dann die Edeka-Folie und die Toppitz-Folie. Toppitz ist die teuerste, Aldi die billigste. Also bin ich davon ausgegangen, dass dann wahrscheinlich beim Toppitz das wenigste Aluminium in den Spargel reingewandert ist und beim Aldi das meiste. So, also erstmal generell 0,5 Milligramm pro Kilogramm sind in 1 Kilo Spargel enthalten. Nachdem der Spargel in Alufolie gegrillt wurde, hatte er bei der Aldi-Folie 15 Milligramm pro Kilogramm, also 0,4 zu 15, das heißt ungefähr das 35-fache. Beim Edeka 22 Milligramm pro Kilo und beim Toppitz 27 Milligramm pro Kilo. Ich weiß nicht, wie vielfache das ist, aber ich könnte fast das 100-fache sein. Fast das 100-fache. Also muss man sich überlegen. Also, aber von 0,4 Milligramm pro Kilo sind in einem Kilo Spargel bei der Toppitz Alufolie 27 Milligramm pro Kilo. Und das ist extrem krass. Es ist wirklich extrem krass. Und ja, da habe ich natürlich jetzt davon Abstand genommen und mich da auch ein bisschen weiter informiert, wie viel Milligramm pro Kilo oder also wie viel Milligramm generell von Aluminium ist denn, was ist denn da so ein Richtwert? Und ein Richtwert für die Aufnahme wird angegeben bei 150 Mikrogramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag kann der Mensch aufnehmen. So, und ja, das ist schon sehr, sehr bedenklich. Und nicht nur, dass es insbesondere durch Säuren und durch Salz katalysiert wird, man sollte auch keine Metallschüsseln mit Aluminiumfolie überdecken, weil da auch irgendwie das Aluminium besonders stark abfällt oder sowas. Generell sollte man eigentlich gar keine Alufolie benutzen. Ich habe das bisher nicht gewusst. Ich war bisher eigentlich davon überzeugt, Aluminiumfolie ist total easy peasy. Aber ja, so kann man sich dann täuschen, und man muss natürlich vorsichtig sein. Also ich bin jemand, der natürlich die Informationen auch gerne aufnimmt und dann auch mit verarbeitet. Man darf sich aber dadurch nicht verrückt machen lassen. Also das gehört auch dazu. Und gerade seit ich Veganer bin und mich auch ein bisschen gesundheitsbewusster, ja durchaus gesundheitsbewusster, auch nicht nur ernähre, sondern auch generell so ein bisschen auch bin, da ist es wirklich so, dass man da schnell versucht ist, ideal zu leben und alles zu vermeiden und so weiter. Und ich denke, dass dieses, und das erkenne ich durchaus bei einigen Menschen, die auf YouTube unterwegs sind, sei es Kommentierende, sei es YouTuber, die sich da zu sehr verrückt machen. Und wenn du dich zu sehr verrückt machst, dann nagt es an deiner geistigen Gesundheit. Und das ist wiederum sehr, sehr schädlich. Und das ist definitiv sehr, sehr schädlich. Denn wenn du keinen gesunden Geist hast, dann ist eigentlich egal, was du isst und was du nicht isst, dann bist du einfach, dann kannst du nicht wirklich zufrieden sein, du kannst nicht wirklich gesund sein, aus dem Innersten heraus, sondern da fehlt eine gewisse Ausgeglichenheit. Das heißt, man kann diese Informationen aufnehmen, man sollte sie aber nur aufnehmen, wenn man sie auch aufnehmen kann. Das klingt ein bisschen aber ihr wisst, was ich damit meine. Wenn man weiß, dass man dann panisch
reagiert, dass man Ängste bekommt und dass man vielleicht ja übersensibilisiert wird für ein Thema und dann entsprechend ganz radikal vorgeht, dann sollte man vielleicht sich gar nicht diese Information antun und dann sollte man einfach weitermachen wie bisher. Aber wenn man, wie ich jetzt zum Beispiel, solche Informationen aufnehmen kann, dann und sag mal relativ locker sieht, das heißt, wenn dann ich irgendwo mal in Alufolie was präsentiert bekomme bei irgendeinem veganen Grill, dass ich es halt trotzdem esse, auch wenn ich weiß, dass dann eventuell wahrscheinlich sehr viel Aluminium drin ist, dafür aber dann halt sonst nie das esse, dann ist das in Ordnung, dann kann man das so machen. Aber für mich war es einfach trotzdem, ist trotzdem wichtig, solche Informationen aufzunehmen, dass Aluminiumfolie wahnsinnig viel Aluminium abgibt an das Gargut. Und das steht sogar auf den Packungen drauf, die liest nur keiner. Die liest nur keiner, da steht drauf, mit Aluminium. Aluminiumfolie bitte nicht was Salziges, was Säure und nicht Metallschüsseln abdecken. Das steht auch drauf auf den Packungen. Aber wie gesagt, wer liest denn das? Niemand liest das. Und entsprechend die Information an euch, passt auf, also wenn ihr Aluminiumfolie nutzt, das ist trotzdem wahrscheinlich irgendwie möglich. Ich nutze keine mehr, aber das müsst ihr entscheiden. Also ich habe es auch so eigentlich nie genutzt. Ich nutze Frischhaltefolie meistens, also wenn ich was benutze. Aber dann passt besonders drauf auf. Kein Salz, keine Säure reintun und auch möglichst nicht erwärmen und nicht mit Metallen Verbindung bringen, die Aluminiumfolie. Das nochmal als Information. Ich hoffe, ihr nehmt das auch als Information auf und nicht als wieder so was Restriktives. Und ja, das wollte ich unbedingt loswerden, gerade weil ich jetzt im Hinblick auf mein samstägliches Grillen, mein veganes Grillen, das selber eigentlich jetzt machen wollte. Aber nun lasse ich mir was anderes einfallen. Und ich bin mal gespannt, was es so als Spezialität geben wird. Vielleicht gibt es wieder meine Barbecue Sticks. Ja, das letzte Grillen, das wäre eigentlich nochmal eine gute Idee. Ich glaube, ich mache wieder die Barbecue Sticks. Aber mal sehen. Ansonsten kommt heute natürlich noch die Morgenroutine innerhalb meines Startes der Beauty Playlist. Und da gibt's wirklich die Morgenroutine, was ich halt so morgens mache. Und ja, und auch wirklich real, wie so eben ein Mann ein normaler Mann quasi früh aufsteht. Und das kommt relativ zeitnah. Ich würde sagen, wenn ihr das Video zu Ende geschaut habt, euch mal kurz geduscht habt oder euren kleinen Morgen-Jogging veranstaltet habt und ihr kommt wieder nach Hause, seid noch da, seid noch nicht auf Arbeit, ich glaube, dann könnte das Video schon da sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video und bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut, noch eine schöne Woche, euer Christian. Tschüssi.